Also ein neuer Versuch. Der nächste Versuch. Wir probieren jetzt nochmal da reinzukommen, auch wenn wir das nochmal alles machen müssen. Ja, der Ochsen ist schon vor Ort. Der hat schon ich hab so den ersten markiert. Ausgeschaltet. Wir halten uns hier mit dem Wagen, weil damit fahre ich gleich rein. Der erste ist ausgeschaltet. Sie haben schon angefangen, oh Mann. Wir gucken mal. Ich komme jetzt erstmal hier oben auf die Anhöhe und schauen wir das mal an. So, da, da, da. Sind die schon in den Bunkern hier vorne? Oder haben sie da schon alle rausgesucht? Also ich guck mal. Ne, da ist keiner drin. Hier vorne der erste Bunker von dir aus gesehen, der linke ist schon leer, den habe ich weggemacht. Ja, und den rechten könnte ich erledigen. Wenn ich dürfte. Ich weiß nicht, was mit den anderen beiden hier vorne ist. Ja. Habe ich freien Schuss? Oh, danke schön. Ja, ausgeschaltet. Die beiden hier vorne, siehst du die? Ja. Schuss! Wäre auch schön gewesen, wenn du sie getroffen hättest. Ja, ich schieße auf den rechten. So, jetzt markier lieber. Nimm dein Fernglas und markiere. Hör auf zu maulen. Nimm dein Fernglas einer, und markiere. Da kommt wieder einer. Da ist deiner. Ich hab da... Ja. Der Kreis, der da läuft. Ist mir schon klar, aber ich habe jetzt gerade das Fernglas in der Hand. Warte, wenn er stehen bleibt, habe ich ihn. Gut. Hier noch irgendwo einer? Was sind Scharfschütze? Da drüben sind Suchscheinwerfer. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Sehe einen dritten. Bei dir hinten ist einer im Turm. Ja, im Turm weniger. Da oben ist doch einer. Den habe ich ganz kurz gesehen. Wollen wir es denn so wieder in der letzten Folge machen, dass wir oben aufs Dach gehen? Eine kleine Gruppe Gegner. Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Du kommst jetzt mit dem Auto zu mir erstmal. Ja, gut. Und dann schnappen wir uns den ersten Sniper da oben. Jawohl, verstanden. Oder den zweiten. Ne, der ist schade, der geht jetzt runter direkt. Ich komm zum Wagen. Der bewegt sich zwar immer. Hi. So, dann fahren wir da mal hin. Ich komme jetzt aufs Gelände. Ich komme zu dir hin. Ich könnte den Sniper wegmachen, aber... Kommen Sie her. So, ich bin bei dir. So, wir machen den Sniper weg. Bereit? Warte. Ja. 3, 2, 1, Schuss. Tango ist tot. Da hinten der am Haus. Ja. Könnte ich auch wegmachen? Ja. Warum sagst du nichts? Habe ich gerade gesagt, den könnte ich wegmachen. Warum sagst du nicht 3, 2, 1, Schuss? Das brauche ich nicht, weil ich den weg gemacht habe. Dach hätte ich gerne, aber der geht jetzt runter. Hat sich erledigt. Ja, egal, wir gehen jetzt hier hinten hast rüber. Hast du den da oben in dem Turm hier, links? Wie, welchen Turm? Die hast du schon, ne? Den da, ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welchen Turm du meinst. Ja, den hast du schon. Kann man nicht diesen... Ziel Nummer 2 da. Kann man nicht dieses Mörser... Ach, dieses... Oh, 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 oh. Störer kann man den nicht... Hallo? Machen. Ja. Da kommt jemand auf uns zu. Okay. Tango getroffen. Ich will den Entstörer hier irgendwie manuell wegmachen, aber nicht kaputt schießen. Ja, wenn das geht. Ja, geht. Dann macht aus. Ich habe ihn deaktiviert. Zweites Ziel da drüben. So, jetzt können wir mit der Drohne arbeiten, denke ich. Ja. Drittes Ziel. Ich setze eine Drohne ein. Die Drohne ist oben. Ja, mach mal sicher.
Geh rüber zur anderen Seite. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ja, da ist einer. Er ist aber noch nicht alles. Natürlich nicht. Was ist denn da unten am Steg? Ist da auch noch einer? Anscheinend nicht. Anscheinend doch. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Im Gebäude muss auch noch einer sein. Ja. Drohne fliegt. Ja, da ist er. Wir sind jetzt bei 10. Ganz ruhig. Da muss auch noch einer sein. Oh oh. Aber je mehr wir aufklären, umso besser ist es. Ja, klar, logisch. Da ist auch einer. Hier hinten muss auch noch irgendwo einer sein. Ich weiß, ich komme nicht so weit. Nee, ich komme nicht so weit, scheiße. Da ist einer. Und hier müsste auch noch einer sein. Na, ich komme nicht so nah ran, das ist das Problem gerade. Ja. Ja, wir haben so einige. Ja. Den Mörser müssen wir auch ausschalten. Ja. Ja, wir haben nicht alle. Mhm. Aber es sind nicht mehr viele. Mhm. Einer muss ja hier drin sein. So, hier kommt jetzt einer. Irgendwo. Oder auch nicht. Er ist unterhalb. Erzählen Sie mir was. Ich könnte einen erledigen, 100 Meter. Erledigt. Ja. Einer weniger von den Drecksäcken. Wollen Sie aufs Dach? Ja, weiß ich nicht. Das war ja nicht so tra. Wenn solange der Mörser da hinten noch ist, dann können wir nicht aufs Dach. Ja, wir müssen den Mörser ausschalten. Ja. Das wäre vielleicht einfacher, wenn wir uns dann eben halt so bewegen, dass wir den Mörser ausschalten können. Ja, aber da müssen wir ziemlich weit rein ins feindliche Gebiet. Ja, bringt ja nichts. Weil der Mörser muss weg, auf jeden Fall. Mhm. Weil die Idee mit ihrem... Ne, ja, weiß ich nicht. Ich komme mal zu ihnen. Mhm. Was halten Sie davon, wenn wir die erstmal links wegmachen, hier unten, die drei? Was halten Sie davon? Ja, aber kommen ich habe Angst, dass der Mörser da... Nee, solange der das nicht mitkriegt, passiert da gar nichts. Weil die drei, die sind doch wie gemacht für uns. Ja. Oder nicht? Ja, wo sind sie denn jetzt gerade? Hier, ich bin hier, linke Seite von ihnen. Ach da. Hier bin ich. Wir schnappen uns sie erstmal. Copy that. Kommen Sie weiter ran. Sie denn auf dem Anleger oder ich auf dem Anleger? Ich kann ja, ich habe noch keine freie Sicht. Muss mir das erstmal angucken. Den können Sie erledigen. Erledigt. So, ich gehe runter. Ich hole mir die beiden. Mir fehlt der Hauptmann. Wo ist der? Der steht hier bei mir. Einer down. Ich musste schießen. Zwei down. Ah, super, danke. Yep. Weil der hätte mich erledigt. Jawohl. Okay, die Seite ist sauber. Ja. Schlagen Sie mal vor. Ja, da kommt einer in unsere Richtung. Wir ja, ich sehe das auch. Machen. Auch ein Hauptmann. Da kommt ein Hauptmann, der bleibt aber an dem Haus stehen. Warten Sie mal. 252 Meter ist zu weit, ne? Ja. Da ist nämlich ein Scharfschütze hier oben. Ja, den sehe ich nicht. Ich komme mal zu Ihnen. Ja, bitte. Komm mal hier runter. Ja, machen Sie mal. Ich bin an den Containern. 200 Meter. Kommen Sie Moment. Weiter. Kommen Sie weiter.
Da oben, ich sehe den Mörser. Leute, auch wenn es länger wird. Nee, ich habe eine Idee. Was denn? Hier hinter Ihnen ist da der hohe Turm. Ja. Ich gehe schon mal rauf. Ja. Da haben wir freie Sicht. Da oben ist der Scharfschütze. Ich bin im Turm? Ja. Weil von oben haben wir freie Sicht. Ja, der Mörser wäre geil, wenn wir den wegkriegen. Na, warten Sie mal, ich guck mir das mal an hier. Da oben ist der Scharfschütze. Da ist noch ein, den wir nicht markiert haben. Ja, einer. Ja, jetzt habe ich ihn markiert. So, da oben ist der Scharfschütze. Ja, den können wir kriegen. Bereit? Ja, im Moment weiß ich nicht, ob ich ihn treffe. Der ist hinter der Metallzaun, da kriege ich ihn nicht. Soll ich versuchen? Nein, warten Sie, bis ich auch drauf schießen kann. Aber okay. Von hier aus geht das jetzt nicht. Der muss seine Position erstmal ein bisschen verändern, sonst. Naja, okay. Da, jetzt könnte ich den Kopf treffen, ja? Warten Sie mal. Moment. Ja. Zählen Sie runter. 3, 2, 1, Schuss. Erledigt. Saubere Arbeit. Hier unten kommt einer. Der Hauptmann. Hauptmann. Der kommt hier runter. Ja, ja, ich hab's gesehen. Ich könnte ihn wegmachen. Warten Sie, ich bin da auch dran. Gehen Sie runter, bevor der zurückgeht. Kommen Sie. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gerade nicht. Okay. Ich konnte nicht, ging nicht. Ich konnte nicht. Ja, den musste ich wegmachen, du brauchst zu lange. Das hat zu lange gedauert. Ja. So. Mach mal eben eine Drohne. Mach mal hier den, da ist ja noch irgendwo einer in dem Gebäude hier. Irgendwo. Wir brauchen unbedingt den Mörser. Leute, auch wenn die Folge länger wird, ihr bleibt dabei jetzt. Das Problem ist, ich weiß nicht, wo der eine ist, der hier noch fehlt. Ja, der muss da irgendwo, in irgendein Gebäude muss der sein. Aber pass auf, die sehen die Drohne, dann hau bloß wieder ab. Ein Gebäude. Ja, wir sind zu weit weg von dem Mörser, ey. Aber ich habe eine Idee. Bin dann doch hier in dem Gebäude, aber da ist keine Tür. Da ist keiner in dem Gebäude, das wundert mich. Doch, da ist einer, ich hab ihn. Und dann haben wir hier hinten noch einen da. Ich könnte... Nee, jetzt nicht mehr. Lass das mal lieber. Aber ich könnte von hier aus den Hauptmann wegmachen. Nein, 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 weil wir das nächste, was wir machen, ist der Mörser erstmal deaktivieren. Und zwar versuche ich mal zu dem Mörser hinzukommen. Ja, ich komme mit. Machen Sie nichts alleine. Das geht in der Hose sonst. Ah, da komme ich nicht hoch, ne? Ich komme mal runter. Ich hab wohl eine Idee. Ja, ich hätte auch eine Idee. Warten Sie mal. Weil ich was gesehen habe. Oh, ich versuche jetzt mal hier hoch zu klettern. Wenn ich... Ah, nee, das schaffe ich nicht, oder? Bleiben Sie ruhig, das funktioniert. Nee, da komme ich nicht hoch. Ich komme da nicht hoch. Kommen Sie mal mit. Nee, da kommen Sie nicht hoch. Ja, ja, Sie nicht, aber ich. Warum sagen Sie das jetzt? Ich bin der Klettermax. Klettermax. Sehen Sie? Klettermax. Ich will da oben rauf. So, ich bin gleich beim Mörser. Nee, ich komme da nicht rauf. Wenn ich den Mörser habe, können wir die ja natürlich auch alle mörsern, ne? Hm, der sieht mich nicht, der steht mit dem Rücken zu mir. Die wollen alle mörsen? Ja, ich bin oben beim Mörser gleich. Ja! Ich bin am Gebäude, wo der Mörser ist. Ja, bringt mir ja nichts. Doch. Ja, schön, wenn Sie den Typen da ausschalten könnten. Ja, der steht hier direkt vor mir. Der ist weg. Haben Sie den Mörser? Ich bin jetzt beim Mörser, ja. Stimmen? Oh, haben Sie schön gemacht.
Die sind, glaube ich, entdeckt worden, kann das sein? Nein. Doch. Kamerad entdeckt, Rock Lady stand da gerade. Nein, ich bin beim Doch. Mörser. Kann ich den irgendwie kaputt machen? Nein, lass den doch. Du solltest den nur den Typen abknallen da. Ja. Jetzt kommen sie alle zu dir. Du bist entdeckt worden. Ja, ist ja gut. War super. Oh. Ich habe den Mörser platt gemacht, aber ich liege jetzt daneben. Die können mir vielleicht helfen dabei. Ja, wie denn? Die rennen doch alle zu ihnen. Ja, ja, die kommen jetzt alle. Da können sie die alle aus der Distanz. Vor allen Dingen aus der Distanz. Von ihrem Türmchen aus. Ich bin da gar nicht am Turm. Ach so. Ach ja, stimmt, du bist ja weggegangen. Also der Mörser, der existiert nicht mehr. Den habe ich platt gemacht. Oder wir warten und ich lasse mich zu ihnen beamen. Das können wir natürlich auch machen. Jetzt kommen sie zu mir. Ja, ja, pass auf, da sind drei Stück. Renn oben lang, renn zu mir. Weiter, weiter, weiter. Um die Ecke rum und ich liege oben oder. Na. Ganz ruhig bleiben. Ich lade nach. Jawohl. Ja, da kommen zwei von der anderen Seite, drei. Einer steht hier bei mir. Pass auf, da kommt einer vor Ihnen. Der kommt jetzt zu dir, ja. Ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll. Pass auf, hier rennt einer hinten rum. Naja, der kommt von hinten. Der ist da bei dir hinten. Dreh dich um. Genau, den kannst du dir holen. Und dann kommst du zu mir. Einfach da rum. Pass auf, da ist er. Ja, und jetzt geh einfach da, wo der herkam. Geh weiter und dann rechts um die Ecke. Und da liege ich. Ist ein bisschen abgeschottet. Genau. Da bin ich schon. Hier hat der Mörser gestanden und den habe ich weggemacht. Sind nur noch die drei erstmal? Ja, erstmal. Ah, ich danke dir. Scheiße nochmal. Gut, das sieht gut aus. Die schnappen wir uns jetzt. Kümmer du dich um die eine Seite. Hier ist einer. Ja, mach doch weg. Einer down. Die kommen doch hier sowieso alle hier hin. Zwei down. Einer ist noch. Das ist korrekt. Ich hole ihn mir. Ja, da sind aber noch mehr. Drei down. Haben wir. Da hinten sind noch welche, komm mal mit. Weil wenn, dann will ich jetzt ganz komplett sicher sein. Mach du mal dein Dröhnchen, bitte. Ja, ich mach das Dröhnchen. Weil hier sind nämlich noch welche. Die sind hier unten. Ich habe nämlich jetzt keinen Bock mehr, dass die dann her hochkommen. Und uns hier überraschen. Da habe ich keinen Bock drauf. Da muss eine Höhle sein. Die müssen hier irgendwo sein. Da muss eine Höhle sein irgendwo. Ich meine, im Endeffekt sind wir ja sicher, ne? Da muss eine Höhle sein. Sind die alle weg? Ich sag, da ist eine Höhle und da werden die Server drin sein. Wahrscheinlich. Die Frage ist nur, wie kommen wir in die Höhle? Da kommen wir von außen nicht dran. Komm, jetzt erstmal Muni. Muss mal gucken. Hier, hier ist Muni, komm her. Hier? Hier sind die Server. Hä? Ich hab sie. Oh. Ich hol mir jetzt erstmal die Muni. Hier. Okay. Yo. Halt mir den Rücken frei, ich hacke. Ja. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit den Namen und los. Starte Download. Konzentration. Aha. Da kommt was von. Helis kommen. Okay. Nach oben. Reich sichern, während wir auf den Download warten. Weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, dass wir oben oder unten bleiben sollen. Bleib du oben, dann bin ich unten. Ja, Heli kommt. Ja, ich sehe den Heli. Lass dich nicht abknallen da. Mann, ich komm hoch. Ich hab nur Schiss, dass der landet. Und wir keine Chance. Ein Heli down. Sehr gut. Zwei Helis down.
Pass auf, Auto. Autos. Granate, aufpassen. Down. Ganz ruhig. Da sind auch noch welche. Ja. Lade nach. Down. Wie wird mir beim Heli noch was angezeigt? Aber kann ja nicht sein. Unten ist Muni, ne? Denk dran. Ja, ja, ich weiß. Hier unten wird noch was angezeigt. Ja, aber da muss irgendwie ein unterirdischer Eingang sein oder sowas. Keine Ahnung. Wir müssen auf jeden Fall beim... Ich gehe mal wieder runter zum Server. Hm. Kommt da was? Moment. Da war doch was. Ja. Ah, hier unten. Ja, da ist was. Der ist down. Einer noch. Aber der muss da, wo du gesagt hast, unterhalb sein. Unterhalb irgendwo. Okay. Was macht der Server? Arbeitet. Wo ist denn der überhaupt? Hier, ne? Na hier. Da kommt wieder einer vom Wasser. Ja. Warte mal, komm, ah, der ist stehen. Unter uns. Ja, da kommt der hier rein? Ah, da, der kommt von der anderen Seite. Da oben ist er. Der ist hier oben. Okay, der ist schon oben. Der ist schon hier drin. Oh, scheiße, mach ihn Platz. Wo ist der jetzt? Auto? Ja. Ich sehe das Auto immer. Er ist platt. Der kommt jetzt erst, das Auto kommt. Ja. Granate, wo ist das, Motherfucker? Warte. Schon down. Na, so geht das, Granate. Genau. Leute, kommt, macht doch, ey, ich brauche Muni. Schön Granaten auffüllen. Ah, ich hacke noch mal. Ja. Bowman. Jawohl. Aqua Verde ist sauber. Die brauchen Jahre, um diese... Ja, Mann! Ja! Das Geschäft in Aqua Verde sind gestorben. Einige Leute auf dieser VIP-Liste erwartet unangenehmer Besuch. Die Gorillas aus der Regierung werden fragen, was... Da kommt wieder ein Auto. Sehr gute Arbeit. Ja, Granate. Ziemlich hart. Download abgeschlossen. Wir können los. Lass ihn kommen. Schmeiß Granate. Warte. Guck dich! Jetzt wollen sie aber wissen, wa? Ja. Können sie ja versuchen, wir wissen es ja auch. Aber ich will. Video, ist ein Video verfügbar? Ja, wir gucken nochmal eben. Geht leider nicht. Na, leider nicht. Müssen wir gleich nochmal zeigen. Obwohl, jetzt geht's. Jetzt M gedrückt halten. Ja, okay. Ramon Feliz, Blogger, Akademiker, Internetjournalist, wollte immer nur die Wahrheit sagen. Doch wessen Wahrheit? Seine? Feliz glaubte, es gäbe nur eine. Doch wir wissen, Geschichte und Wahrheit schreibt immer der Sieger. Sein Blog verleumdete mich Tag für Tag. Por supuesto. Etwas musste geschehen. Also ließ ich ihn von Hackern aufspüren und bot ihm Arbeit an. Ich erklärte ihm, meine Wahrheit habe einen Vorteil. Sie hielt ihn am Leben. Ramon Feliz wollte immer nur die Wahrheit sagen. Jetzt war die Wahrheit zu viel für ihn. Okay, da ist wieder ein Auto gekommen, glaube ich, oder? Ja, ich sehe. Die machen wir noch weg. Ja. Warte, ich muss mal eben kurz. Falsche Position. So, sind weg. Wir gucken einmal auf die Karte. Aber diese beiden Punkte, die da noch sind, die machen mich nervös. Ich will wissen, was das ist. Ja, lass uns gucken gehen. Warte, Munition auffüllen. Hab ich. Ich komm mal mit, ich will das auch wissen. Weil das kommt mir so komisch vor da unten.
Das sind zwei Punkte, das sind garantiert so zwei Typen oder was? Stehen hier unten garantiert irgendwo. Irgendwas ballert hier gerade. Da kommt wieder ein Auto. Wo ist denn hier was? Da ist was. Ja, da kommt wieder ein Auto, die können jetzt suchen, wo sie wollen. Das ist uns ja egal. Können ja hier nicht tauchen, also wo soll hier was schießen? Ich habe keine Ahnung, wo hier was ist. Aber irgendwie haben wir vergessen. Hm. Hier kommen sie ja nicht hoch. Komisch. Nö. Ich frage mich, was oder wer das ist. Diese Typen hier. Ja. Weil man hört es ja auch schießen, ne? Da wieder. Bam, bam. Ja, die schreien ja auch rum. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich müssten die hier sein. Ja. Genau da, wo ich jetzt bin. Hier müssten die sein. Ja, kann sein. Oder ist er da oben auf dem Turm? Nee, dann hätte er auch schon vorher auf uns geschossen. Hm. Wir waren ja vorher schon. Geh mal hier rauf, ich bin mal gucken. Hier ist auch keine Höhle oder so, sonst hätte ich gesagt, das ist eine Höhle. Also hier ist gar nichts. Nope. Guck mal, die Bekloppten, die suchen uns. Hm. Ja, haben wir die Mission jetzt diesen Bereich jetzt abgeschlossen, oder? Wir sind fertig. Ja. Eigentlich haben wir diese Geschichte 24% erst, aber die ist ja wahrscheinlich die Gesamtgeschichte. Gehe ich mal von aus. Aber was wäre jetzt das nächste? Das ist die Frage. Wo gehen wir jetzt hin? Die haben wir ja gerade schon gekriegt. Warten Sie mal, ich mach mal groß. Wir sind jetzt bei 2 Punkten. Okoro? Ja, du hast mehrere Möglichkeiten. Entweder gehst du hier. Okoro haben wir, Itakua haben wir. Hier, wir können hier unten. Also, das ist. Ich vermute mal, wir müssen entweder nach Bachfrechros. Ist hier schlecht oder was? Bachfrechros. Sagen Sie es doch! Wo steht das denn? Wo steht das? Aber da müssen wir über San Mateo. Entweder Bachfrechros. Oder aber oben Tabakal. Weil das sind die mit 3 Sternchen. Oder? Ja, wir haben unten aber auch Pucara haben wir noch. Bitte? Pucara ist da noch mit 3. Dann rechts neben Okoro sind noch 3. Malka ist auch noch. Malka ist auch 3. Inca Kamina, gut, das ist ein bisschen viel, aber. Aber ich würde sagen Tabakal, weil das jetzt in der Produktion nach oben geht. Ich würde aber erstmal runtergehen und zwar den Einfluss erstmal kaputt machen. Aha. Bei Pucara zum Beispiel. Da unten? Okay. Mhm. Ja. Ich würde sagen, das entscheiden wir dann bei der nächsten Folge, Freunde. Ja, da denke ich auch mal. Warte, aber ich komme mal zurück. Soll ich zu Ihnen kommen oder? Ich komme zu dir. Ja, genau. Dann warten wir hier oben, kriegen wir zwar einen nassen Arsch, aber. Und dann fliegen wir gleich zu irgendeinem Posten und dann. Ja, der Heli steht ja da vorne. Mhm. Ja, Leute. Suchen. Dann würde ich mal sagen, lass die Bekloppten mal da gucken und hin und her. Wir haben alle erledigt soweit. Genau. Ja, und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal zu einem sicheren. Gebiet. Genau. Also, mach's gut. Tschüss.